Der deutsche Hersteller Nanoxia mischt jetzt auch auf dem Audiomarkt mit. Zum Einstieg haben sie deswegen ein 2.1 Wireless Soundsystem, bestehend aus Soundbar und Subwoofer, veröffentlicht. Nanoxia verspricht ein Audioerlebnis, das nicht nur für Film und Musik, sondern auch für Gaming-Konsolen optimiert ist. Ich würde sagen, wir hören mal rein und schauen, was dran ist. Viel Spaß! Aber als erstes natürlich wie immer die Frage, was ist überhaupt drin im Paket? Wir haben natürlich einmal die Soundbar, den Subwoofer, die zwei dazugehörigen Netzteile, eine Bedienungsanleitung, alles für die Wandhalterung, eine Fernbedienung sowie ein optisches und ein Koaxialkabel. Schauen wir uns das Set aber doch erstmal genauer an. Rein optisch ist das Set sehr schlicht gehalten. Was einem auffällt, ist die feine Textur auf dem Subwoofer, und obwohl die Soundbar mit einem Hochglanzlack daherkommt, wirkt sie trotzdem eher unscheinbar. Aber dank dieses simplen Designs passt es auch zu jeder Einrichtung. Dazu sei gesagt, dass weder Subwoofer noch Soundbar irgendwie billig aussehen, sondern eher schlicht, aber hochwertig. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns als erstes mal die Soundbar an. Unter der Haube erwarten uns bei der Soundbar nämlich zum einen 4 Breitbandlautsprecher à 10 Watt mit 55 mm und 40 Ohm. Dazu kommen noch 2 Hochtöner, ebenfalls à 10 Watt, mit 50 mm und 60 Ohm. Der Frequenzbereich liegt hier bei 180 bis 20.000 Hertz. Die Maße des guten Stücks betragen 98 x 7 x 7 cm. An Anschlüssen hat Nanoxia hier einen 3,5 mm Stereo-Eingang, einen digitalen optischen Eingang, einen digitalen Koaxialeingang sowie einmal USB-A verbaut. Und obendrauf gibt es natürlich noch Bluetooth, damit die Wireless-Konnektivität auch gegeben ist. Und wie sieht es beim Subwoofer aus? Der 8 Zoll große Subwoofer hat die Maße von 30 x 25 x 30 cm. Die Impedanz des Subwoofers beträgt 4 Ohm und das bei einem Frequenzbereich von 30 bis 200.000 Hertz und einer Leistung von 60 Watt. Jetzt würde ich aber sagen, genug Fakten, genug innere Werte, wir schließen das Ding erstmal an. So, angeschlossen ist beides, funktioniert kinderleicht, einfach beide mit dem Netzteil in die Steckdose und dann kann es im Endeffekt losgehen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist dann noch das Kabel mit eurem Device verbinden, also dem Gerät eurer Wahl, oder ihr klickt hinten auf den Pair-Button beim Subwoofer und könnt dann ein Gerät per Bluetooth verbinden, so wie ich jetzt mein Smartphone. Und deswegen würde ich sagen, hören wir erstmal rein. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Das haben schon große deutsche Poeten gesagt. Und das ist auch das Erste, was mir aufgefallen ist, nämlich dass der Bass, den das Ding produziert, ordentlich Bums hat. Das ist nichts, was jetzt den Darm übermäßig in Schwingung bringt, falls ihr davor Angst habt, aber es ist definitiv stark genug, um ihn ordentlich wahrzunehmen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt wollen wir mal für klare Verhältnisse sorgen, denn Klarheit ist hier vorhanden. Der Sound wirkt nämlich sehr ordentlich und sehr klar. Sehr klar. Was ich schon mal super finde. Also es ist nicht blechern oder sonst was. Man hat wirklich einen sehr reinen Sound. Mach mal nochmal was anderes an. Im Leben gibt es immer Höhen und Tiefen und hier zum Glück auch. Sowohl die hohen Töne als auch die ganz tiefen, unterstützt von dem Bass, kommen ganz klar heraus. Es ist also keine Einheitspampe wie bei vielen günstigen Modellen, sondern man hört wirklich die Unterschiede zwischen Höhen, Tiefen, Bass und die Klarheit raus. Natürlich kann das sein, dass es für den allergrößten Audiophilen hier keinen Orgasmus gibt. Ihr versteht, wegen Ohr. Aber ich finde es für den Preis gerade echt, echt gut.
Und abgesehen von dem ordentlichen Bass und dem guten Sound muss man auch die Fernbedienung loben, denn hier habt ihr alle möglichen Funktionen wie Lautstärke, Bassänderungen, ihr könnt den Eingang wählen, den Bluetooth-Modus und. Und wie anfangs schon erwähnt, auch erfreulich, im Set ist alles vorhanden für eine Wandmontage. Sogar eine kleine Schablone, die euch dabei helfen soll, die Soundbar leichter an eure Wand anzubringen. Für mich ein weiterer Pluspunkt. Zu haben ist das Set für rund 259 Euro. Und man muss sagen, der Preis ist in meinen Augen für das, was man hier in Sachen Verarbeitung und Tonqualität bekommt, wirklich gerechtfertigt. Verstecken muss sich das Nanoxia 2.1 Wireless Sound System vor der Konkurrenz definitiv nicht. Man bekommt hier für einen guten und fairen Preis eine ordentliche Soundqualität mit ordentlicher Verarbeitung. Wer also noch auf der Suche nach einem schlichten, aber hochwertigen Soundsystem im unteren Preissegment ist und keine Lust hat, auf Qualität zu verzichten, der ist mit dem Nanoxia Set definitiv gut aufgehoben. Und jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von dem Nanoxia 2.1 Wireless Sound System? Konnte es euch überzeugen? Hat es euer Interesse geweckt? Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Like da lassen. Und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, damit ihr immer up to date seid, wenn wir demnächst neue Unboxings, Hands-ons, Reviews und mehr hochladen. Ich bin Patrick von 25Now und bis bald!